Also Kapitel 1, das weiß ich, das meiste weiß ich noch. Aber Kapitel 2 ist komplett gelöscht bei mir. Ich weiß nur, dass man in irgend so eine Wüste kommt. Mehr weiß ich nicht. Was da für Gegner sind, weiß ich nicht. Wie ist der weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß da gar nichts von. Was weiß ich eigentlich? Nur was von Kapitel 1. Und das war's dann auch. Damit ist mir ein bisschen erschöpft bei Diablo. Und dass er wieder Barbar spielen kann. Unfairerweise. Wie blau springen. Du bist aber Druide, du kannst nicht springen. Ja. Du kannst nur gehen und laufen. Und Feuer spammen. Spell, spell. Gabbels. Ja, 88, ja. Die Leute, die wissen, wovon ich rede. Ja, 88. So. Ja, das war jetzt aber Insider 88. Wurfspieß. Wurfspieße. Ah, schon wieder einer. Ach nö, nicht mal noch. Ich hasse mal noch. Geh weg. Geh weg. Hau ab. Einfach ein bisschen Spam, dann geht das schon. Regenerationstrank, lalalala. Wurfmesser, klar. Extra Itemliste mir Wurfmesser. Ja, ich identifiziere alles, weil ich weiß, dass man, wenn man es identifiziert, dass man es teuer verkaufen, also teurer verkaufen kann. Ich könnte sie sogar benutzen, wenn ich wollte. Aber nee, ich hasse Wurfmesser. Das ist einer der Gründe, warum ich keine Assassine spielen möchte. Die sind ja so Katar und Wurfmesser und Amazonen sind ja auch so eher so Wurfschaden und alles. Und ach, ich mag einfach keine Wurfmesser. Allgemein so Fernkampf, so mit Bogen und so, ist nicht so mein Ding. Ich bin eher so einer, der geht voll in die Offensive. Oder halt, oder ist halt in Magiekünsten irgendwo. Merkt man, hat man auch im Laufe der Reihe bei den MMOs gesehen. Da bin ich immer in die Magie gegangen oder in, als Krieger und war irgendwie nie wirklich Jäger oder sowas. Ich weiß nicht, es liegt mir einfach nicht. Bin so halt so ungeschickt. Oh, da war ein Pfeil. Genau, mach dich mal bemerkbar. Richtig, okay. Ja, ich weiß, dass du da bist. Ja, ich weiß, dass deine Freunde auch da sind. Ja, ich weiß, dass er nervt. Jeder Gegner bei Diablo nervt. Kann das nicht einfach ein Spiel ohne Gegner sein? Das wäre dann aber auch langweilig. Langweilig für euch und langweilig für mich. Ach, schon wieder ein Gott. Nein, ich will nicht. Hör auf. Nein, ich sterbe. Geh weg. Ich will sterben. Geh weg. Ich hab keine Lust. Ich will nicht sterben. Das wäre fail. So wird das bei Blutrabe gleich auch laufen. Dann werde ich auch die ganze Zeit sagen, nein, geh weg. Geh weg. Oh Mann. Alles voll. Die Wurfmesser kann ich noch mitnehmen und ich glaube, das war's dann auch. Ja, muss ich gleich wiederkommen. Schade. Kann ich hier laufen? Eigentlich kann ich hier laufen. Das ist ja vielleicht ganz so langsam. Seid gegrüßt! Mann, warum sagt die mir das nicht? Mano! Ihr seid so unkooperativ.
Warum seid ihr nur so gemeint mit mir? Nein. Ich bin allein. Okay, das war schon so. Ein Beidhänder. Den habe ich als Paladin immer gerne genommen. Sieht immer so schön aus. Und dann mit so zwei, mit so doppelhändig so oder so lang lief und dann bam, alles weggehauen hat. Aber eine Sense habe ich auch immer gerne genommen. Ja, hier gibt es Sensen. Ich liebe Sensen. Das wäre auch cool, so ein Druide mit Sense und dann Elementarmagie hier. Bam. So, jetzt kaufen wir jetzt mal ein paar Heiltränke. So eine Reihe voll. So. Jetzt muss ich die nur noch alle ordnen. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig. Ich versuche auch so schnell wie möglich zu machen. Und so. Denn ich weiß, ich brauche sie. Glaubt mir, Leute, ich brauche sie. Ich denke, wir werden noch im Laufe des Let's Plays mindestens 20 bis 30 mal sterben. Wenn ich dann sogar öfter, weil... Hallo? Es ging jetzt schnell. Lächerlich schnell. Mann, Mann. Ach, das war ja nur Zauberin. Also es ging jetzt echt lächerlich schnell. Es tut mir leid, Leute. Aber das Spiel möchte nicht, dass wir weitermachen. Geh mir nicht auf die Nerven jetzt. Nee. Wo bist du? Da oben bist du. Ja, wo bist du? Wo ist der Typ? Wo ist der? Und der Dramatist. Ganz schön. Da habe ich noch mehr gehört. Ach man. Ich bin zum Panzer. Ey, wollt ihr mich verarschen? So viele schöne Gegenstände hier unten. Da sehe ich noch eine Truhe. Eine gute. Egal, gehen wir hier gleich nochmal lang. Hier wird mir auch nochmal alles gleich. Sterb. Und wir sind Level abgekommen. Dann machen wir das einfach mal so. Dass wir das hier da runter und das da hoch und dann nehmen wir den hier und zack. Mann. Ganz umsonst gekauft, Andrew. Und wir können endlich einen neuen Zauber wählen. Welchen nehmen wir denn? Oder ich will nochmal Feuersturm. Die Wahl muss überlegt sein. Ich nehme Felsenfeuer. Ich nehme Felsenfeuer. Gut, ich habe mich entschieden. Yeah. Bumm. Ich liebe es. So. Ein bisschen auf Stärke, ein bisschen auf Vitalität und auf Energie. Ach, ja, stimmt ja. Schnell kaufen. Ach, ich brauche mal ein paar Tom Scrolls, glaube ich. Es leckt, warum leckt das so sehr? Was soll das? Das ist bei Diablo. Das ist so nicht normal, Leute. Nicht, aber Identify Scrolls brauche ich noch ein paar. Muss ich mal von Geld, was ich gerade dabei habe. Das ist Natur, da rühre ich jetzt nicht an. Eine noch, das war's. Der Grund, warum ich mein Gold hier immer einzahle, ist, weil wenn wir sterben, könnte es sein, dass ich mein Gold aus Versehen mal nicht aufhebe oder sonst irgendwie irgendwas schief geht oder ich weiß nicht mehr. Früher habe ich es auf jeden Fall immer eingelagert. Ich weiß nicht mehr, was mit dem Gold wirklich passiert, aber wenn man stirbt, ob es weniger wird oder so. Aber ich will ja nichts riskieren.